Hallo, ich befinde mich noch zu Hause. Die aktuelle Uhrzeit ist zurzeit circa vor 4 Uhr morgens. Heute ist der Donnerstag, der 4. Dezember. Gleich werde ich mich fertig machen und werde dann zum S-Bahnhof in Wattenscheid-Höntrop gehen und werde dann von dort aus die S1 nehmen zum Düsseldorfer Flughafen und werde dort um circa 5:30 Uhr eintreffen. Um 6:30 Uhr wird meine Maschine von Düsseldorf Flughafen nach Berlin-Tegel fliegen. Diese Aufnahme endet nun hier. Auf Wiedersehen. Hallo, ich befinde mich am Düsseldorfer Flughafen am Gate A91, wo meine Maschine von Düsseldorf Flughafen nach Berlin-Tegel hoffentlich um 6:30 Uhr starten wird. Der schöne Flieger steht dort vorne. Das Geld ist dort. Diese Aufnahme endet nun hier. Auf Wiedersehen. Hallo, ich befinde mich jetzt in Berlin-Tegel, nicht modernsten Flughafen Deutschland. Auf Wiedersehen. Hallo, ich befinde mich am Waschingplatz vor dem Berliner Hauptbahnhof. Ich habe hier ein wichtiges Indiz gefunden für die Verspätungen der Deutschen Bahn, da es an diesem, ach so, wunderschönen, klotzigen, quadratischen, praktisch gut Hauptbahnhof in Berlin einen ach so schönen Weihnachtsbaum gibt, so denke ich mir, fließen die Gelder in falsche Projekte. Diese Aufnahme endet nun hier. Auf Wiedersehen. Schweinefilet im Speckmantel. Ich zeige es mal eben kurz. Ich wünsche mir selbst einen guten Appetit. Diese Aufnahme endet hier. Auf Wiedersehen. Hallo, ich befinde mich im Park-Inn-Hotel in West-Berlin. Ich befinde mich in der dritten Etage im Zimmer 312. Ich zeige einmal ganz kurz, wie das Zimmer von vorne aussieht. Oder von der Seite. Oder von der anderen Seite. Und der Tisch. Diese Aufnahme endet nun hier. Auf Wiedersehen. Hallo, ich befinde mich im Park-Inn-Hotel in West-Berlin. In der dritten Etage im Zimmer Raum 312. Und ich trinke jetzt die Club-Cola aus der ehemaligen DDR. Prost! Diese Aufnahme endet nun hier. Auf Wiedersehen. Hallo, ich befinde mich im Berliner Ostbahnhof und befinde mich in einer Burger-King-Filiale im Berliner Ostbahnhof. Ich ignoriere die Skandale in Nordrhein-Westfalen, in die Kette Burger King und werde nun das Menü Nummer 5 essen mit dem Long Chicken. Dazu gibt es eine Pommes frites und eine große Apfelschorle. Gesamtpreis 7,59 €. Ich wünsche mir selbst nun einen guten Appetit und werde das noch einmal kurz zeigen, was ich jetzt gerade gleich essen werde. Diese Aufnahme endet nun hier. Auf Wiedersehen. Hallo, ich befinde mich im RE2 Richtung Wismar und werde dann nun vom Berliner Ostbahnhof nach Schwerin Hauptbahnhof fahren. Die Fahrzeit beträgt ca. 2 Stunden und 17 Minuten. Diese Aufnahme endet nun hier. Auf Wiedersehen. Hallo, ich befinde mich in Schwerin, in der Nähe der Straßenbahnhaltestelle Schwerin Zoo. Und ich werde nun zum Schweriner Fernsehturm gehen.
und werde dort mich und dort oben werde ich mich ein bisschen aufwärmen und werde eine Kleinigkeit essen. Diese Aufnahme endet nun hier. Auf Wiedersehen. Hallo, ich befinde mich auf dem Schweriner Fernsehturm und ich befinde mich in einer Höhe von 104,5 Meter. Ich werde nun was ganz Leckeres essen. Ich zeige es einmal kurz. Diese Aufnahme endet nun hier. Auf Wiedersehen. Ich befinde mich im NH Hotel in Schwerin. Zuvor bin ich mit dem Bus vom Fernsehturm bis zu der Bushaltestelle am Suhlacker gefahren. Auf dem Fernsehturm habe ich lecker zu Abend gegessen. Nach dem Abendbrot oder nach dem Abendessen war ich noch kurz auf der Aussichtsplattform, eine Etage tiefer. Und dann bin ich nach unten gefahren, habe noch die Postkarten abgeworfen von gestern und heute. Und dann bin ich dann mit dem Bus hier hingefahren. Ich wünsche allen, denen ich liebe, noch einen schönen Abend. Meiner lieben Bianca wünsche ich eine gute Nacht. Sie soll gut schlafen und was Schönes träumen und soll sich nicht so allgroße Sorgen mitmachen. Meine kleine Julia, hoffe ich, schreit nicht allzu sehr rum heute Nacht. Ich hoffe, dass es Lisa auch gut geht. Meine liebe Mutter, die heute Geburtstag hat, so hoffe ich, dass sie reich beschenkt wurde. Und allen anderen wünsche ich einen schönen Abend und eine gute Nacht wegen später. Diese Aufnahme endet nun hier. Auf Wiedersehen. Hallo, ich befinde mich an der Bushaltestelle Rabenstraße und werde um 11.10 Uhr von der Rabenstraße aus zum Schweriner Hauptbahnhof fahren und von dort aus um 12.15 Uhr zum Berliner Hauptbahnhof zu fahren. Ich bin genauso wie gestern um 7 Uhr. Um 6 Minuten aufgestanden und habe dann erst einmal eine gute Stunde geträumt. Ich habe Musik gehört, ich habe ferngesehen und hinterher bin ich frühstücken gegangen. Ich hoffe, dass es allen meinen Lieben gut geht und dass alle wohlauf sind. Frau Bach, die heute Geburtstag hat, so wünsche ich ihr alles Gute zu ihrem Geburtstag und mein Herzblatt, so hoffe ich, dass es deinem Fuß ein bisschen besser geht. Diese Aufnahme endet nun hier. Auf Wiedersehen. Hallo, ich befinde mich im RE2 Richtung Ludwigslust, Winterberge, Berlin-Spandau und Berlin-Hauptbahnhof. Die geplante Abfahrtszeit ist um 12.15 Uhr. Es wird pünktlich losgehen und ich werde um ca. 2:30 am Berliner Hauptbahnhof eintreffen. Draußen ist es ein bisschen regnerisch, aber das ist vollkommen egal. Ich wünsche eine gute Fahrt. Diese Aufnahme endet nun hier. Auf Wiedersehen. Hallo, ich befinde mich im Park-In-Hotel in Berlin am Alexanderplatz. Im 31. Stock im Zimmer 14. Das ist ein wunderschönes Zimmer mit Meerblick auf den Berliner Fernsehturm. Der Checkout ist morgen um 12 Uhr und dann werde ich mir noch hoffentlich viele schöne Dinge ansehen und hoffe, dass ich noch schöne Sachen sehen werde. Ich wünsche allen meinen Lieben daheim alles Gute und hiermit endet diese Videoaufnahme. Auf Wiedersehen. Hallo, ich befinde mich auf der Panorama-Aussichtsplattform auf dem Park-In-Hotel am Alexanderplatz. Im 37. Stock. Von hier kann man auch ganz toll den Berliner Fernsehturm sehen. Ich zeige ihn einmal kurz. Morgen um 15 Uhr habe ich auf dem Berliner Fernsehturm einen Tisch reserviert in 200 Metern Höhe. Dort kann ich bestimmt noch mehr sehen, vorausgesetzt, das Wetter ist gut. Diese Aufnahme endet nun hier. Auf Wiedersehen.
Hallo, ich befinde mich in meinem Zimmer im Park-In-Hotel am Alexanderplatz in Ost-Berlin, im 31. Stock, Zimmer 14. Ich habe hier ein ganz tolles Feature an meinem Fernseher in meinem Hotelzimmer. Das ist die Webcam auf dem Hotel. Ich zeige es einmal kurz. Jetzt gehe ich einmal zum Fenster hin und sage mal, wie es dann aus meinem Zimmer aussieht. Die Sichten sind zurzeit sehr klar, die Sonne scheint und ich hoffe, dass es später auch so ist. Ich wünsche allen daheim einen wunderschönen Sonntag. Meinen Lieben wünsche ich einen schönen zweiten Advent. Ich hoffe, dass ihr mich nicht allzu sehr vermisst. Und dann sage ich bis später. Diese Aufnahme endet nun hier. Auf Wiedersehen. Hallo, ich befinde mich in der Kremlologisch am Berliner Fernsehturm. Ich habe hier einen eigentlich abgesperrten Bereich, wo zurzeit noch niemand sitzt. 10 Minuten vor 15.15 Uhr werde ich mit dem Fahrstuhl nach oben fahren. Ich werde dort oben in einer Höhe von ca. 200 Metern was ganz Leckeres zum Mittagessen oder zum Nachmittagessen oder vielleicht auch zu Abendessen. Diese Aufnahme endet nun hier. Auf Wiedersehen. Hallo, ich befinde mich auf dem Berliner Fernsehturm in einer Höhe von 207 Metern Höhe im Drehrestaurant. Über mich befindet sich ein wunderschöner Sternenhimmel. Das Drehrestaurant dreht sich in 360 Grad einmal um in einer Stunde. Ich habe ein Mineralwasser mit Sprudel bestellt und gleich werde ich einen leckeren Flammkuchen essen mit Apfel und Rosinen. Später werde ich dann vom Flughafen Berlin-Tegel aus zurück nach Hause fliegen. Und die Boarding Time beginnt um 20.10 Uhr. Ich werde dann ganz spät wieder zu Hause sein und werde wahrscheinlich ins Bett hineinfallen. Ich wünsche mir gleich jetzt einen guten Appetit von allen zu Hause, wünsche euch alles Gute und wünsche, dass es allen gut geht. Diese Aufnahme endet hier. Auf Wiedersehen. Hallo, ich befinde mich beim Roten Baron. Genau gesagt, beim Roten Baron am Flughafen. Das ist eine Kette von Restaurants, die sich meistens, wie es in Flughäfen gibt. Zum Beispiel in Düsseldorf oder wie hier auch am Flughafen Berlin-Tegel. Ich habe vorhin einen ganz leckeren Eisbecher bestellt, den ich zwar noch nicht probiert habe, aber er heißt Bonnet. Wie der für Flugzeughersteller zugibt, ist ein Mineralwasser mit Kohlensäure. Ich zeige ihn einmal ganz kurz. Diese Aufnahme endet nun hier. Auf Wiedersehen. Hallo, ich befinde mich am Gate A8 am Flughafen Berlin-Tegel. Die aktuelle Uhrzeit ist zurzeit 19 Uhr und 10 Minuten. Die Boarding Time meiner Maschine beginnt voraussichtlich um 20.10 Uhr. Die Abflugzeit wird wahrscheinlich um 20.45 Uhr stattfinden. Bis dahin ist es noch ein bisschen Zeit. Ich werde mich jetzt hier in dem Wartebereich hier oben an der Galerie ein bisschen ausruhen. Und bis dahin wird wahrscheinlich auch nicht allzu viel passieren. Ich zeige einmal ganz kurz den Bereich. Und da bin ich auch schon wieder. Diese Aufnahme endet nun hier. Auf Wiedersehen.